Digga, das war einfach mein First Try und du hast ihn versaut, ey. Ey, sag nicht, das war ein Fake-Punkt. Das wollte ich gar nicht. Ich hab gar nicht. Die Raketen sind von alleine losgegangen. Digga, wie Gott ist. Wieder. Mit mir. Ey, Marvin, du bist so ein. Folge wird in die Geschichtsbücher eingehen, denn heute haben wir wieder Chemo-Ektol-Parcours vom Mopeten-Micha. 1%. 1%. Gemeinsam mit Deko. Warum tun wir uns das an, Muchachos? Ich weiß es auch nicht. Wobei doch, ich weiß es. Für eine richtig beschissene Folge GTA in euer Gesicht und in euren Gehörgang. Ich wünsche euch schon mal einen wunderguten guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Appetit, guten Dienst, guten Feierabend und guten... Auf geht's! Let's go, sind ja schon direkt Raketos. Kannst du mich sogar wegballern, denn der gute Mopeten-Micha hat sich gewünscht, dass du mich einmal wegolgerst. Ja, okay. Einmal ist frei, einmal ist kein Neu. Ich will den nächsten Punkt erstmal gerne haben. Oh, das ist hier. Ich glaube, du hast vorher schon die Taste gespammt, aber... Ich habe noch nicht mal gesehen, dass es freigeschalten wurde. Ich auch nicht, aber das zeigt dir, dass du einfach nur gespammt hast. Wird er gleich soweit sein, ich spam einfach schon mal durch. Ja. Aber, ja. Also, zu dieser Map. Ungefähr 74 Leute haben es versucht. Erst ein einziger, einer, hat einen Daumen nach oben gegeben. Und 8 Leute haben es durch diese Map geschafft. Mopeten-Micha, woran kann das denn liegen? Digga, und dabei hat Mopeten-Micha eigentlich, was das angeht, eine bessere Statistik. Normalerweise. Eine kleine Weste, könnte man sagen. Ja, allerdings ist die auch schon durch die nächste Map ein bisschen... Ja, beruhig dich, Mister. Ein bisschen versaut. Ja, beruhig dich doch mal. 3-0, Alter. Denn Mopeten-Micha hat mich darum gebeten. Ich muss ja... Einmal, Brudi, hat er gesagt. Einmal. Guck mal, du hast eine unschuldige Frau, hast hier weggeballert, ey. Nee, Lotteriemensch, Auktionmensch. Wie heißt denn das? Aktionator? Auktionator? Aktionmensch, nicht Auktionmensch. Auktionmensch ist vielleicht auch ein bisschen. Ja. Ja? Also so Menschenauktionen und so. Ja, das ist doch nicht ganz so cool. Können Sie mir helfen? Hallo? Hallo, ich kann natürlich. Also, auf jeden Fall hat der gute Mopeten-Micha eine weitere Map veröffentlicht. Die haben wir aber noch nicht angefasst, die habe ich mir nur kurz angeschaut und dachte mir, never. Ich habe nämlich die Stats gesehen, Mr. Mopeten-Micha. Mopeten-Micha, schau da gerne nochmal vorbei und vielleicht nochmal dran arbeiten, denn... Wir reden hier nämlich von der, Transform. Genau, wie heißt die nochmal? Ein Transform-Borat, der eigentlich ganz cool ist, bestimmt. Ich hab dich nicht gekillt! Alter, Digga, wie ich dich weggeflext habe, im Flex. Wie Flex schon. Yeah. Denn eiskalt beim Mopeten-Michas Warride, Transform Warride. Noch niemand von 50 Leuten hat diese Map beendet. Toll. Niemand. Schau, Deko! Digga. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Aber also, ich hab's nicht getan, weil ich ein guter Mensch bin. Schau doch da nochmal rein. Und schau, woher diese komische Bewertung kommt. Ja, wir haben nicht reingeschaut, also, weil... Wir haben da Lust, wollen die zocken, aber wir wollen die halt zocken und dann nicht irgendwo hängen bleiben, weil irgendwas ist unmöglich oder sowas. Ja. Deswegen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Einmal rüberschauen, gucken, ob da vielleicht irgendwo was im Argen liegt oder ob das einfach nur eine perfekt asoziale, scheißharte Map ist. Ja, ich dachte ganz kurz, wir schießen uns nicht ab. Ja, hab ich auch gedacht. Hallo! Ja, dann hör doch mal, mach doch mal den Schlaueren. So, einmal rüber hier, let's go. Da muss ich nachgeben, ey. Ja, haben wir. Ja, also, das ist Cheburek Trollparcours. Ich weiß nicht, ob er meinte, dass wir uns sozusagen wie bei Panto Troll die ganze Zeit auf die Eier gehen. Ich hab drüber nachgedacht, ja. Wir können es ja so ein bisschen auf die Eier gehen, aber. Ja, nicht zu krass, weil ich glaube, Mopeten-Micha ist von der Sorte. Ja, du hast eh schon verkackt jetzt. Hallo, hab ich nicht! Hast du verkackt? Du bist da festgenudelt! Hey. Ja, war aber gerade dabei, mich freizustoppeln. Ja, geht nicht. Du musst da ein bisschen so Mittelspeed drauf fahren. Und ich glaube, Mopeten-Micha ist vom Typ her ziemlich krass drauf.
Der kennt uns einfach, der hat uns studiert und der weiß, wie er uns auseinandernehmen kann. Wobei Deko weiß schon selbst, wie er sich selber auseinandernehmen kann. Ich mach Hallo. Das auch selber, ja. Ich brauch da keinen Mopetenmischer für. Ich bin selbstständige Auseinandernehmen-Möwe. Ich rechne mal mit über einer Stunde. Jeremy, Kuss geht raus. Meine, aber wir haben gestern für Jeremy auch 30 Minuten Folgen aufgenommen, also ich finde... Anspannung, Entspannung, Yin und Yang. Man muss da auch immer so ein Gleichgewicht halten. Es soll ja nicht langweilig werden für den guten Jeremy. Okay, darf ich dich jetzt nochmal wegolgern? Passen Sie auf! Darf ich dich nochmal wegolgern? Beantworte das deine Frage? 6-3! It's the first try! Schlecht, ey. Oh, hallo? Oh nein, das kommt was? Der Lachs, ey. Was kommt da? Ich bin leider, du musst einfach durchfahren. Middle Speed? Oh, oh! Oh! Nein, nicht Middle Speed, du musst voll durchfahren. Ja, ich bin jetzt hier, Oh. Hi! Ja, wenn ich jetzt ne... Oh, schade. Ja, du was? Du bist runtergefallen. Es tut mir leid, dass du runtergefallen bist. Es könnte sein, dass ich jetzt vielleicht eine Rakete habe, ne? Nö, ne, also so ein, Boom! Hey. Ja! Digga, richtiger Relaxo-Power-Slam, Alter. Wie kannst du da verkacken? Du warst doch komplett drauf. Was machst du da an der Stelle da? Ja, meine Reifen waren nicht drauf. Achso, ich dachte, du hättest ein bisschen Urlaub gemacht. You know what it is, Urlaub? Oh. Sonst werde ich so ein Problem gewesen. Jetzt nicht machen. Hey, jetzt nicht machen. Hey. Jetzt nicht machen. Machen jetzt nicht. Nicht trollen. Nicht trollen. Okay, Deko. Ja, was denn? Hast du mich schießen hören? Dieser Chaco, ey. Guck mal, da fällt er wieder runter, der kleine Lex, ne? 10 von 23! Mopedmilcher, was ist da los? Hä? Die Hauptsache, ich bin da vom Speed gegangen. Oh, fuck. Da müsste man durchspeeden müssen, um in dem weißen Ding zu landen. Warte mal, vielleicht kommt jetzt noch also was auf dich zu. Weil ich werde jetzt warte, eine Granate, dann ist es gut. Okay, was? Eine Granate wird da auch gleich rüberfliegen. Oh. Dreh dich erstmal, ich geb dir dann so, du hast ungefähr noch 3 Sekunden Zeit. Okay, smoke. Achso, du kannst entweder den Looping fahren. Ja, den Looping kannst du natürlich auch fahren. Underwater. Smoke underwater. Einmal drehen und jetzt gleich landet eine Granate. Fahr nach hinten. Warte. Fahr nach hinten und ich schmeiße sie jetzt rüber. Lol. Ein paar Sekunden später. Und jetzt nach vorne und let's go. Alter. Siehst du, alles easy, alles. Wow! Diese Arschflöte, Alter! Jetzt mach ich dich fertig, ey. Jetzt mach ich dich fertig. Hallo! 5 zu 6, by the way, 5 zu 6. Spawnkill, sehe nicht. Ich nehme dich mal jetzt eine Rakete mit, weil ich ein guter Mensch bin. Ach, zu gut, Digga. Scheiße, Mopeten-Micha, Alter. Oh nein, nicht schon wieder sowas, ey. Was soll denn der Scheiße jetzt? Oh. Hey! Hab's für Mopeten-Micha getan. Digga, also. Du hast Eisgar durchgezogen. Du hast Eisgar durchgezogen? Ich hab's für Mopeten-Micha getan, Marvin. Hast du die Scheibe schon gehört? Ja. Oh fuck, ey. Oh, ey. Digga, das war einfach mein First Try und du hast ihn versaut, ey. Ja, Mann. Wann hab ich denn mal einen erwischt hier? Ah, jetzt endlich, ey. Hallo. Ich hab grad schon nichts gemacht. Ich werde jetzt auch nichts tun. Okay, ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ey! Du mieser Arschflöter, Alter! Du hast gesagt, du machst nichts! Ja! Du hast gesagt, du machst nichts! Hey, ja, wenn du nichts machst, natürlich! Nein! Nein! Guck mal, ich lass dich nicht mehr explodieren. Das großzügig von dir, dankeschön. Ey, dass man da am Ende immer wegglitscht, ey. Nee, ich hab schon komplett gerade ausgerichtet. Ey, ich hab's einmal geschafft, ne? Ich wieder einen Controller. Mit einem Controller wär's wieder einfach. Ja, es wär dann auch wieder Cheat, ne? Boxershorts.
Wollte gerade überlegen, ob ich Controller nehme. Nein! Oh, oh, oh. Nein, 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 Deko. Nein. Oh. Ey, sag nicht, das war ein Fake-Punkt. Denke nicht, oder? Oh! Oh, 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 oh. Guck mal, es kann doch so einfach sein, Marvin. Oh, lol! Alter, wo ich ja. Mal, das wollte ich nicht mal. Ja und ja. Und dann so, aber ups, das wollte ich gar nicht. Ich hab gar nicht, die Raketen sind von allein losgegangen. Der Arsch muss da hoch. Ich frag mich jetzt halt, wie du es rüber geschafft hast. Also ich fand's eigentlich ziemlich einfach. Bin nur ein einziges Mal hängen geblieben. Guck mal, einfach so sogar. Rechts, rüberhangeln, genau, und dann einfach rüberfahren. Ja, muss schon einen gewissen Speed. Ich geh jetzt erstmal nur auf diesen hier runter. Ja, genau. Nummer 5, Fullspeed, ja, was heißt Fullspeed? Mittelspeed, bam, fertig, ja. Ja, wo ist dein scheiß Problem? Warum düst du jetzt weg? Oh, endlich! Das war gar nicht so einfach, schwierig, meine ich. Einfach schwierig, ne? Ja, einfach schwierig. Sagen. Oh, jetzt ist hier der Ziegen-Moses. Aber eiskalt mit dem Shiburek, Brudi. Wow! Okay. Ey, hier sind doch bestimmt schade, wieder irgendwelche Bremsen eingebaut, oder? Erzähl mir doch nichts. Aber ich den war gerade der erste Troll, oder? Ja, glaube auch. Fick mich, Alter! Letztes Ding da. Oh, nein. Oh! Musst hier immer so einen schönen... Packen. Warte mal. Ist hier vielleicht eine Bremse? Der hat hier hundertprozentig irgendwo eine Bremse drin. Der kleine Lacko, ey. Hä, noch immer noch keine Bremse? Hä? Unsichtbare Bremse bei den Sprüngen zwischendrin, dass du so einen Bremssprung machst, aus Versehen. Das wäre lustig. Aber es ist typisch? Es sieht ziemlich trollig aus da. Digga, ich. Was zum Fick, Alter? Ich springe. Was ist dein Problem, Brudi? Weit oder nicht weit genug? Aber jetzt hab ich's. Oh. Ich check das hier mal ab. Aber natürlich nirgendwo ein Punkt, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hä? Warum sollte da auch ein Punkt sein? Das macht ja gar keinen Sinn, ey. Hier ist auch kein Troll? Bin hier sogar rückwärts gefahren. Eiskalt kann. LOL. Das ist doch ein Troll. Das ist doch ein Troll, aber den habe ich jetzt zweimal nicht entdeckt. Und der ist eigentlich auch. Eigentlich ist er ziemlich easy. Ich schieß mal jetzt. Oh, Digga, der ist mich fast erwischt, ey. Soll ich dir den Troll zeigen oder soll ich in den Troll reinfahren? Wie hättest du es gerne? Ich fahr einfach rückwärts und keins von beiden. Okay? Also so wirst du ihn auslösen. Brennt, brennt. Was soll ich denn so auslösen, Alter? Da ist doch überhaupt nichts. Hä, bist du da rübergekommen? Nee, ich bin einfach nur geradeaus gefahren. Also ich bin rückwärts gefahren, aber einfach so da durch. Also ich bin da so rübergejumpt. Ich hab's nicht mehr gesehen. Du kannst auch geradeaus vorwärts durchfahren. Gar kein Ding. Hä, einfach das nur, weil du schneller warst als ich, oder was? Ja, genau. Du hast jetzt so verkackt, weil du es langsam gemacht hast, ey. Oh, ist das geil, also, ey. Ich hab schon wieder nur wegen dir verkackt. Dankeschön. Nee, hast du nicht. Wieso? Natürlich! Wieso? Ansonsten wäre ich dir rückwärts Fullspeed durchgefahren. Ja, also, wenn du so fährst, wirst du ihn auslösen. Ja, einfach vorwärts durchfahren. Extra vorsichtig und langsam fahren. Oh, geil, ey. Alter. Oh, Hammer, ey. Die Folge gefällt mir jetzt schon. Guck mal, da sind zwei Trolls eingebaut, ey. Zwei Trolls fährt der Junge rein. Wobei, ich auch in einen. Ich hoffe, du bleibst da nochmal hängen, ey. Oh. Ah, oh, schade. Oh. Ja, zum Glück. Oh! Oh! Hier runter, oder? Okay, ja, es hat nicht so funktioniert. Hello. Okay, links rüberspringen, ne, oder? Oder reicht das einfach geradeaus zu springen? Ey! Du bist so eine Sackratte, dass du eiskalt Annäherungsmin benutzt, ne? So eine Kackflöte. Ah, hey, hier sind ja keine Raketen gerade. Soll ich sonst machen? Ja! Ah, yeah. Ciao, Brudi! Ich auch gerade die Knarre rausholen. Digga, ihr habt nicht einmal geschafft zu springen, ey.
Warum nicht? Ich fahre immer irgendwie zur Seite kurz davor. Jetzt beruhig dich! Ich würde jetzt nicht nach links springen, sondern einfach gerade. Ich bin gerade nach links gesprungen, das war schlecht. Huh! Oh, ja? Okay, ein bisschen, minimals nach links. Leute, bin drauf. Ich bin zu weit! Okay, ich bin zu weit. Hä, wie warst du denn zu langsam? Willst du mich verarschen? Ich war nicht zu langsam, ich war ein bisschen zu weit rechts. Achso, ich war zu weit links. Warte, vielleicht komplett gerade. Also wirklich gerade. Meinst du, es geht gerade? Ich hab jetzt gerade gemacht. Ich bin jetzt auch gerade. Ich glaube, ich komm. Ja, ich komm drauf. Oh, ich hab vielleicht auch ein bisschen Glück, ein bisschen zu weit. Oh, nein! Ich muss nochmal gerade machen, Junge. Gerade. Komm schon, Baby. Shiburek, lass mich nicht im Sch. Dich. Hat er? Digga, du musst danach nochmal springen, ne? Nein. Alter Schwede, ey. Warte, gerade wieder. Ich glaube, ich war jetzt zu schnell bei dem Troy. Eigentlich sah es nicht schlecht aus, aber ich war, glaube ich, zu schnell. Gerade. Oh ja, das könnte was werden. Komm bitte. Ey! Digga, ich habe nicht mal den ersten! Das ist gar nicht so einfach. Bin wieder drauf, aber. Oh, was mache ich? Ich muss. Nein! Ey, jetzt bin ich nur am Ende kurz vom Gas gegangen, bin zu langsam. Digga, es ist so close, Mann. Oh, das erste Mal, okay. Also sie richtet mich einfach nur gerade am Seitenstreifen aus, da. Ich nehme jetzt einfach mal den linken Streifen, Fullspeed. Huh! Oh! Oh! Ja, bin auch wieder drauf! Und was jetzt? Ja, okay, ja. Nice. Jetzt musst du nur... Jetzt nehme ich den rechten. Jetzt nehme ich den rechten Streifen. Den linken Streifen hat er genommen. Huh! Ja. Ja. Nein. Ja. Nein! Oh! Oh! Oh, ich bin drauf! Ich hoffe... Ey! Ich hoffe, das war's. Bitte. Ey, ich bin jetzt am linken Streifen gesprungen und bin nicht draufgekommen. Oh ja, ich hab's. Ja. Was soll ich sagen? First try, ne? Bin einmal drauf gewesen, dann habe ich alles geschafft. Ja, so unverdient, ne? Einfach Pro-Bosser, Digga. Ist einfach Pro-Bosser. Schaut doch gerne mal bei uns im Merch-Shop vorbei. Und jetzt bin ich wieder zu langsam. Dort gibt es unseren Adventskalender für knapp 10 Euro. Oh yeah. 9,99 Euro war das, glaube ich. Mit Autogrammkarte, mit Poster, mit ordentlich Schokolade. Exaktumente. Das Poster sogar im Design des Kalenders, für das wir uns sehr viel Mühe gegeben haben. Ganz viele Easter Eggs. Viele kleine Easter Eggs drin, genau. Okay, jetzt aber. Da kann man sich gerne mal vorsetzen und mal gucken, was da so alles drin versteckt ist. Und, Mutschers, demnächst erwartet euch ein geiles Mauspad. Oh, ja. Genau, die Mauspads. Die Mauspads sind jetzt gerade auf dem Weg zu uns. Also, sie sind schon quasi einmal fertig produziert. Wir gucken jetzt, dass die Qualität stimmt. Dass alles so ist, wie wir es haben wollen. Und dann, Mutschers, gibt es eigene Loser-Mauspads. Lauspads. Alter. Ja! Alter. Richtig totgestompt, ey. Richtig reingerollt. Okay, let's go! Auf geht's, let's go! Ey, ich hab extra nicht geschossen, ne? Ja, ich hab einfach extra nicht geschossen. Ja, warte mal, du hast extra nicht geschossen, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Diese Klabusterkrake, ey. Ich wollte mich gerade kurz verstecken, weil ich dachte, du schießt auf mich. Jetzt. Weißt du, das hab ich gar nicht nötig. Um so mit dem zu greifen wie du. Das ist gar nicht nötig einfach. Wo muss ich denn hin eigentlich? Ey, du bist nicht weitergefahren. Ich wollte für richtig Stimmung sorgen. Du bist so ein mieser Abnöter, Alter. Ey, warum bleibst du denn da stehen? Ja, als ob du jetzt irgendwie weiterkommst, ey. Komm mal einfach durchspeeden. Hä, wo bist du denn? Hä? Hä, wo warst du denn? Ich hab doch gewartet, dass Raketen mich spawnen. Achso. Komm, verkackt! Hey, du musst doch da nur geradeaus durchspeeden, was ist dein Problem? Machen wir so. Ja. Siehst du? Sorry. Sieger. Null. Nope. Und er verkackt genauso wie ich. Guck mal. Warum bin ich von dem scheiß Reifen hier abgebounced? Easy Weezy, weiter, Lemon Squeezy. Ja, hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Troll. Ich schieße nicht auf dich. Ja, weißt du, ja, laberte. Ja, ja, weil du zu langsam warst. Laberkopf, ey. Ja. Okay. Da bisher...
Weshalb bin ich geschossen? Weil ich zu langsam bin. Hallo! Versuch's doch selber jetzt mal! So, jetzt aber. Hallo! Wow! Oh! Wir sind genau drüber geflogen! Hört's auf! Hört's auf! Hört's auf! Ey! Ey! Wow! Ey! Warum? Warum bist du so ein Assi, Digga? Digga, warum? Er fällt. Digga, ich dachte, du fährst weiter! Es könnte sein, dass wir einen Controller brauchen. Ja? Ja. Ist das, wo ich dich gerade weggelaxt habe, oder noch ein bisschen weiter? Nee, da, genau hier, wo du mich weggelaxt hast. Das heißt, ich war gar nicht schuld, weil ich es eh nicht schaffen kann. Ich würde jetzt gleich einen Controller anstecken. Digga, Muschi. Versuch's aber noch ein paar Mal so. Oh! 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 Digga, hier ist doch irgendwo ein Troll, laber mir nicht voll. Ich hab keinen Bock, den ganzen Scheiß mal von vorne zu machen, ey. Oh. Dann sagen wir tatsächlich, es wird mich nicht überraschen, wenn dann ein Troll kommt. Ich hab so Angst in meiner Hose. Scheiße. Okay. Oh, nein. Nein! Ey! Okay, nein. Ich hab... Ey. Nein. Wie? Hä? Wo? Wie? War da ein Troll oder hast du einfach nur bis zur Scheiße gefahren? Ich glaube, er hat Scheiße gefahren. Nein, das... Nein. Oh, was machst du da hinten? Digga, ich häng mit einem scheiß Bus fest, Alter. Der hat einen Respawn. Aha. Der hängt nicht mehr fest. Also, wir hängen jetzt wieder fest, aber nicht mehr da, wo ich gerade war. Oh. Digga, das ist ja schlimm hier, Alter. Oh, nein, hat er? Autos. Okay. Autos. Oh. Okay, hier hast du gerade Probleme gehabt, ne? Ja, beim dritten Try habe ich es dann geschafft. Ja, du musst da schon mit Speed hochfahren. Aber reicht der Speed? Vielleicht reicht das sogar, oder? Komm schon, Baby! Ja! Ja, Schimurek! Komm! Oh. Scheiße! Jetzt musst du so dich abrollen. Genau. Echt so? Ich hätte eine Kurve mitgenommen. Also ich hab's mit einer Kurve geschafft. Leider muss man eine Kurve. Ich hätte es gerne so gemacht, muss ich sagen. Reicht die Kurve? Nein. Digga! Digga, geradeaus fahren ist so schon schwierig genug, weil ich da vorne eine Kurve machen muss, ey. Bin ich richtig verloren. Ja, so, genau. Ja. Nein. Nein. Digga, eigentlich hättest du verdient, dass ich hier runterrabbe. Oh. Oh. Digga, das ist ja unmöglich, Alter. Wie soll das gehen? Hier habe ich übrigens gerade verkackt. Oh, ich hab's auch. Oh. Oh! Kein Plan wie, aber ich hab's. Hier hast du okay. Verkackt. Ja. Wie? Ich hab keine Ahnung. Also, ich bin einfach zu früh rübergezogen. Nee, zu spät. Bin ich einfach runtergefallen. Also, das kann ich dir schon mal sagen. Da nicht verkacken. Ich fahr Fullspeed. Nein. Oh. Okay. Oh! Oh nein. Oh nein, nicht diese Scheiße. Das ist doch nicht der Punkt. Oh, du bist Fullspeed gefahren, ne? Ja. Nur auf der Fläche bleiben, ne? Ganz. Ey. Wie hat das jetzt verkackt? Hä? Ich bin Fullspeed oben auf die Tube draufgesprungen. 300 Jahre später! So, wie Digga, jetzt zum Fick? Ich darf jetzt bin hier hinten Fullspeed angefahren, fahren. Losgefahren, bin gerade so drauf. Also, du musst ja. Ja, warum bist du so schnell? Digga, ich war niemals so schnell. Oh nein, nicht so, oh nein. Ja, aber es ging, war relativ einfach. Und ich glaube, du kannst hier nicht verkacken, oder? Nee. Digga, hundertprozentig, wenn ich links runterfliege, schon. So, es wäre aber schon wirklich dämlich, ne? Wenn ich komplett drauf liege.
Also, du kannst das doch abteilen, du siehst das doch. Du siehst das doch. Ich wäre nicht der Windmühlenkontrolleur Deko, wenn ich das abteilen könnte. So, und dann fährst du rüber und dann ziehst du dich hier nochmal mit einer Rakete ab. Bitte. Oh. Natürlich rollt er sich nicht rüber. Jetzt. Digga, das sehe ich selber, dass das jetzt kommt. Jetzt. Siehst du? Lol. Hey. Hey. Kommst du da wieder hoch? Nein, komm ich nicht. Ey, fahr einfach weiter. Digga, wie konntest du... Ey, wieder... Wie konntest du das schon wieder verkacken, ey? Oh, geiler Typ, ey. Das dreht sich einfach zu lang, das Scheißding. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Okay, dann weiter. Hallo. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt schon auf dem Weg noch zur Sendung wieder. Oh nein, es kommt hier sowas. Okay, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Speed hier. Ja, guck mal, der ist ja doch schon wieder da hinten. Aber ist ja schon am Ende war verkackt. Der Sache ist so geil, ey. Ja, wofür ist das Ding denn da? Das ist doch kacken, Alter. Oh! Ne, was? Komm ich da wieder drauf? Boah, ne? Das kriegen wir hin. Huh! Oh, Profi. Okay, aber eigentlich ist das recht simpel. Bist du schon wieder... du bist ja schon... Ne, hä? Hast verkackt? Bei den Büßen verkackt. Ah. Bei den Büßen. So, ein bisschen softer diesmal. Ja. Digga! Okay, ich springe aber auf jeden Fall zurück. So. Aber die Idee finde ich cool mit dem Salto. Wir sind jetzt bei Punkt 15 von 23, Deko. Also eigentlich noch recht chillo, oder? Also all... Oh nein, nein. Okay, es kommt wieder so ein komischer Sandscheiß, den wir davor auch schon hatten. Oh nein, oh. Oh, das ist richtig eklig. Ey, Digga, schmeiß mich doch einfach darüber, du mieser Ficklachs, Alter. Warum ist das so langsam, dieses Scheißding? Digga, warum hat er hier so komische Röhren hingeknallt? Damit wir uns hier trollen? Wäre nicht unmöglich. Höchstwahrscheinlich, damit das so ein bisschen Zeit frisst. Ey. Und bei dir werden sie nicht da sein, das ist geile. Bin durch. Oh, buongiorno, da bist du bei mir. Du musst übrigens einen Arschbumper machen, damit ist es am einfachsten. Und du musst danach den Scheiß hier nochmal machen. Ich hab einen Face-Bumper gemacht, hab's geschafft. Oh nein! Ey, na! Ich hab genauso verkackt wie du, das Ding hat mich mitgenommen, ne? Alles von vorne, Digga, alles von vorne. Ey! Ey, warum? Da kommt da wieder so ein raus. Hä? Oh nein. Zweimal sogar. Ah. Was? Zweimal kommt das? Ja. Nein. Oh nein, ey. Oh. Ey. Ich dachte gerade so, dass, ey, das kann doch. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Deal. Aber ich find's schön. Ich find's nicht schön. Dass Marvin da jetzt auch immer verkackt hat. Digga, richtig zeigt, unnötig. Dass es nicht nur bei Deko möglich ist. Ich hoffe aber, dass jetzt die ganzen Röhrchen da weg sind. Die haben nämlich richtig genervt. Digga, ich muss übrigens mal dieses Sand da hinkommen, ey. Fick mein Leben. Ja, GZ. Ah. Das sieht doch gut aus. Nur gerade ausrichten. Ah. Muss ich über die Bänke jetzt schon rüber? Also muss ich hier Speed mitnehmen? Kannst Speed mitnehmen oder auch keinen Speed. Kommst du auf jeden Fall. Also ich bin da rüber gekommen. Mit normal gegenfahren? Ja. Man kann auch drüber springen. Oh. Digga, warum hab ich so viel? Oh, first try über die erste Mauer. Oh, komm. Mit dir. Ey, Marvin, du bist so ein dreckiger. Ist das ein Troll? Ich bin nicht so weit gekommen. Ey. Ich bin nicht so weit gekommen, was ist da? Ey. Was ist da?
Digga. Ey, was ist das? Hast du echt Feuer verkackt? Ich hab Feuer verkackt. Ich hab genauso verkackt wie du hier bei dem Ding hinter uns. Das Ding hat mich einfach mitgenommen. Erzähl jetzt. Was ist da? Das ist einfach in Speed versteckt. Ja, und dann? Du ballerst da rein und springst mit dem Speed drüber und landest irgendwo in Timbuktu. Lol, ist echt eine Rampe. Nein, er nimmt mich schon wieder mit. Er hat mich schon wieder mitgenommen, ey. Erinnerst du dich? Ey, nein, nein. Oh, was ist das? Ey! 100 Jahre später. Da kommt das Ding. Aber jetzt. Ist doch lustig, wenn ich das Ding, wenn du mich ausgelacht hast. Jetzt! Nein. Oh, drüber! Okay, jetzt hab ich's. Und jetzt fahr ich einfach rückwärts, ja? Okay. Ey, ich hab bei den Sanddinger verkackt. Letzte Kurve. Okay. Hab ich. Ich fahr weiter rückwärts. Ja, oh, ich hab ihn! Endlich, ey! Oh mein Gott! Hä, wie konntest du da noch verkacken? Was, bist du einfach zu langsam rückwärts gefahren? Einfach, weil du zu langsam rückwärts gefahren bist, ne? Digga. Ja, dass er mich jetzt noch zulabert, nachdem ich ihm die ganze Lösung dafür gegeben hab, ne? Hä? Es war mir klar, dass da irgendwo eine Rampe ist, sonst würdest du ja nicht rüber jeeten, wenn du in Speed reinfährst. Das hab ich dir gesagt, ja? Ja? Wenn ich das Ding vorher anheb, natürlich. Digga, Hauptsache ich geb ihm alle Tipps, er labert mich voll, ey. Mieser Chaco, ey. Hä? Nächster Punkt First Try, was ist los? Jetzt haben wir's. Aber, ey, schau mal auf die Zeit. Ja, fast eine Stunde. Krass, ne? Kommt mir gar nicht so vor. Also an manchen Stellen haben wir so ein bisschen drauf gewartet, so, ne? Auf uns gewartet, haben uns ein bisschen getrollt. Mit dem Looping-Scheiß. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen gebraucht. Aber eigentlich, wenn man es so ganz trocken nimmt, hat man das eigentlich recht easy geschafft bisher, ne? Wenn man sich nicht wegfickt und so ein paar Trolls vorher erkennt, dann geht das. Digga, also bisher aber alles, was danach kommt, schauen wir es gerade noch an. First Try. First Try den Sprung über die Mauer geschafft. Auch keine Trolls mehr hier. Ja, also hey. Gar keine Trolls gerade. Null. Ey, das kann ehrlich nicht wahr sein, ne? Hast du wieder verkackt? Ey. Ja. Wie hast du jetzt? Rückwärts Fullspeed rückwärts gefahren, einfach. Und beim Rüberfahren über das Ding hat wieder ganz kurz dieses Teil meine Motorhaube angehoben. Und ich weiß, wie ich dann vorwärts in den Speed gekommen bin, aber ich hab nur in den Speed gegeben und bin wieder nach. Nee. Wie, Alter, wie? Ich weiß es auch nicht. Also du hättest dich nur für eine Sekunde nochmal konzentrieren müssen, dass du aufpasst, dass sich das Ding nicht tangiert. Das wäre eine Sekunde gewesen. Ich bin sogar First Try über die Mauer rübergekommen, ne? Oh, ich hoffe, es waren keine Fake-Punkte, ey. Oh, zum Glück, ey. Oh Mann, ey, geil. Das ist so dumm hier, ey. Das ist so dumm. Ey, du stellst dich aber auch echt blöd an, muss man dazu sagen. Das ist schon ja, richtig davon blöd. Davon rede ich doch, Junge! Ja, beruhig dich! Ja, Speed. Ey! Okay, irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Kann's ehrlich nicht sein, ey. Es ist so einfach, es ist so ein Fick-Scheiß und ich hab einfach keinen Bock mehr zu warten. Weggefickt deswegen. So, jetzt hier rüber. Digga! Hi! Jetzt zumindest kommst du da wieder easy rüber. Also ich wundere mich gerade, dass hier wirklich kein... Oh, hier ist hundertprozentig ein Troll. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Also ich kenne ihn. Hier ist ein Troll. Okay, doch nicht. Habe ich auch. Okay, hier ist auch noch kein Speed. Okay, alles chillo. Digga, was ist hier los? War hier vielleicht noch ein Speed? Das check ich mal eben. Aber auch nicht, ne? Nee? Hä? Was ist hier mit Mopeten-Micha los? Digga, seitdem du da so hardcore weggetrollt wurdest, seitdem nichts. Gar nichts mehr. Chillo! Also so soll es sein. Ist ja vergangen. Falsch. für mich schon. Aber ja, du hast doch auch gleich, oder? Dann ist für dich auch Vergangenheit. Also ich hatte es schon dreimal eigentlich, deswegen. Weiß auch nicht.
Aber ich komme nicht über die Mauer rüber, Alter. Digga, ich bin einfach rückwärts rüber geballert. Er hat es! Finally! Guck mal, ich schau zu und schon hast du Glück. Was ist los? War doch gut, oder? Wahrscheinlich ist hier doch auf einer Seite Troll. Also das hat easy weasy funktioniert. Ich glaube, ich bin immer links gefahren. Ja, ich bin, glaube ich, überall links gefahren. Hä? Was war das denn? Hä, was war das? Ja, ich habe halt geschossen, Junge. Ach so. Da wurde es in die Luft gesprengt. Also bisher ziemlich weasy, was da noch kommt. Also sollst du eigentlich alles first try hinkriegen. Fahr, Bruder! Okay, machen wir nochmal. War da ein Punkt? Ich hoffe. 53 Minuten, Digga. Oh, 20 von 23. Ich bin fast durch. Also, ich muss sagen, also ich hätte eine krassere Zerrufung erwartet vom Opeten-Micha. Das war eigentlich noch recht human. War zu einfach. Aber es war einfacher als gedacht bisher. Vielleicht kommt ja noch ein krasser Scheiß, aber bisher geht es. Oh, kann man da auch rein? Muss gleich mal abchecken. Nope. Ja, die Trolls haben mich alle gefickt. Das ist doch geil, oder? Weiß nicht. Also wir hatten gestern einen sehr guten Aufnahmetag. Das freut mich, aber heute... Erste Aufnahme, das ist schon... Ja, aber es war doch klar. Also ich habe ja gesagt, 60 Minuten, ne? Bisher bin ich ja ziemlich gut damit. Schätzung war gut, ja. Also es kommt nur so was Ekliges. Kein Troll, nur so wieder so ein bisschen Speed behalten. Der Schiburek einfach, man kennt ihn. Was kommt denn danach noch? Warte mal, da... Oh, ich hasse diese Teile hier. Okay, da ist auf jeden Fall ein Troll eingebaut. Aber die Frage ist, wo? Da sind nämlich ziemlich viele Kanister. Die explodieren wahrscheinlich. Da habe ich ein bisschen Angst in meinem Höschen. Ja, ja. Oh, Junge, ey. Ja. Jetzt nur noch nach hinten fahren und nach vorne. Dann sollte ich... Oh mein Gott, ich muss aber speeden, ne? Also... Natürlich kann ich da nicht nach rechts rüberfahren. Reicht das? Uno. Dos, tres, cuatro. Nein, ey. Ha, okay, so ein kleiner Troll ist eingebaut. Man kennt ihn. Hängst du da? Doch, nee, noch du bist ja schon hier. Digga, bist ja schon hier. Bis jetzt bin ich noch nirgendwo. Was ist hier? Bei mir. Nicht danach raus. Ja, hier nochmal. Das war Chillo. Jetzt nur da wieder drauf. Und das war auch Chillo. Vielleicht ein bisschen weiter speeden. So, und jetzt nicht ganz so schnell, sondern ein bisschen langsamer. So, und jetzt haben wir's. Okay. Und jetzt ist hier hundertprozentig noch irgendwie ein Troll eingebaut. Lau mich nicht voll, ey. Okay. Wo bist du? Du bist... Ach, da hinten bist du noch. Okay. Ja, geradeaus fahren musst du jetzt. Klassiker. Oh nein, ey. Ja. Hä, hey, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Okay, jetzt wird's böse. Ich muss alles von vorne machen, ne? Ja. Ja. Okay, vielleicht muss man da doch ein Looping machen. Warum? Ja. Oh, jetzt, das habe ich zumindest schon mal drauf hier. Bam. Bam. Ja, haben wir auch. Und jetzt wieder ein bisschen langsam. Nein, es war zu langsam, ne? Ey, nein. Oh. Nein, nein, ey. Hi. Kasse ist, ey. Digga, so schwer war das doch gar nicht. Wenn man geradeaus fahren kann. Oh. Nein, ey! Ich mache eine Lenkbewegung, Alter. Habe ich, glaube ich, sogar mit der Maus gelenkt. Ja, ich mache hier auch. Let's go, let's go! Komm, ein bisschen mehr durchspeeden, so. Nein, ja, uff, okay. Aber wie soll das hier gehen, ey? Soll ich es einmal geradeaus versuchen? Wahrscheinlich ist dann Speed eingebaut, oder? Lade mich nicht voll.
Ich mach's einfach mal. Ey, es war... Es war so klar, Digga. Es war einfach so klar. Warum vertraue ich nicht auf mein Bauchgefühl? Oh, ich hoffe, das war jetzt noch schaffbar. Ja, okay. Rückwärts jetzt. Und jetzt versuchen, da irgendwie rein zu jeeten. Aber vielleicht geht's auch so, ne? Nein, zu langsam. Und dann fällt man daneben. Boah. Versuch's noch einmal so. Oh, bin drin! Alter, bin in der weißen Cube. Du musst aber einen richtig flachen Winkel haben. Das war... Boah, das war close, ey. Gemacht, oder bist du gerade gesprungen? Ich bin gerade gesprungen, aber es war richtig, richtig knapp. Und... Ja, erstmal muss ich den Scheiß jetzt hier hinkriegen, ne? Also... Eieieiei. Digga, bitte ist da nicht noch irgendwo ein Speed, ey. Bitte. Oh! Oh, hab den Punkt. Oh, Alter, okay. Das war knackig. Also da muss man wirklich sagen, das war übel. Ja. Oh, ich diesen Tube-Jump da schaffe, weiß ich auch nicht. 61 Minuten übrigens. Nice. Und so richtig viel Wartezeit war ja eigentlich gar nicht so dabei, ne? Ey, schon wieder den Sprung verkackt, Alter. Nee, nicht so richtig. Oh, oh nein. Da sind hundertprozentig auch wieder Speeds eingebaut. Oh, Junge, Alter. Ich muss wirklich sagen, Micha tut mir schon weh. Alter Schwede. Einmal drehen und wenden. Schon wieder Augen zucken. Ich bin eigentlich relativ gut hier durchgekommen. Deswegen, ich fühle mich noch relativ fit. Ja. Oh nein, warum? Warum schon wieder hier, ey? Digga, die sind so unten. Nein. Ich versuch die mal so ein bisschen wegzusprengen. Naja. Oh nein. Der will doch nur, dass ich nach vorne fahre. Deswegen, der will es doch nur. Nein, ich hab nicht mal. Oh. Ich hab keine Achtbomben mehr! Oh nein. Bin der weißen Tube. Geil, Digga! Dann hast du es doch! Ja, naja. Kommen jetzt noch ein paar Sprünge, ne? Digga! Ja! Weg mit euch! Ey, ich kann einfach nichts machen, ne? Warum baut er die hier hin, ey? Oh, ich versuche an der Seite lang zu fahren. Oh! Hast du's? Den letzten noch. Ey. Ich muss jetzt gerade ausmachen. Vorwärts. Oh. Ja, geht's denn? Mit dem Punkt, ey. Der war übel. Alter, okay. Schwede, ey. Nein, Digga, willst du mich verarschen? Ey! Warum? Nein, einsteigen. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich habe auch keine Granaten mehr, ne? Doch, Granaten habe ich noch. Oh, zum Glück, ey. Du könntest auf mich warten. Ich bin auch eine Granate. Oh. Oh, das Ding ist ja... Du hast ja... Waren hier irgendwelche Trolls noch? Nee, ich glaube nicht. Ich bin in keine reingefahren. Also ab da habe ich alles rückwärts gemacht, wo du jetzt gerade bist. Aber ich habe jetzt auch gerade 2000 Jahre gebraucht, um hier weiterzukommen. Und da ist alles wieder das Ziel, ne? Alter Schwede, 64 Minuten! Wir sind durch, Deko! Oh. Irgendwie traue ich dem Braten noch nicht so richtig. Eiskalt, Digga. Eiskalt. Sind bei dir da auch irgendwelche Röhrchen? Ja, zwei Stück liegen hier. Oh. Ja! Sind durch! Oh, ey, ich muss wirklich sagen, es hat meine Seele ganz schön Maß genommen.
Also gerade dieses Windmühlen-Ding da zum Schluss. Ja, das war übel. Ah. War gerade abgebremst, damit ich nicht vor dir ins Ziel komme. Dafür habe ich gesorgt, ey. Links ist übrigens auch was. Also, Muchachos, also auch an Mopeden-Micha, ich muss sagen, die Map war einfacher als gedacht. Und hatte weniger Trolls als gedacht. Und mit 1% ist schon knackig, aber ja, was soll ich sagen? Ging vollkommen klar. Ich habe auch eine Stunde und wir haben, wie gesagt, nicht großartig gewartet. Also, danke schon Mopeden-Micha für diese legendäre Map. Kuss geht raus, Deko hat es auf jeden Fall gefreut. Der hatte den ein oder anderen salzigen Moment. Daumen rumballern, dann reingehauen.